Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht's um PvP-Attacken. Ich habe einige PvP-Attacken, die ich euch vorstellen möchte, die in dieser Ankündigung von Niantic im Dezember drin gewesen sind. Und ich möchte sie euch hier vorstellen und erklären, was sie eigentlich genau tun. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Tobi Flash entstanden. Den Kanal und seinen Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr eine bestimmte Attacke sucht, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich werde versuchen, jede Attacke mit Timestamp anzugeben. Im letzten Video, also im zweiten Teil, habe ich zu Shellterra gesagt, dass die zwei Sofortattacken die Ladeattacke schnell aufladen. Das war leider nicht richtig. Er profitiert davon, dass er Sandgrab bekommen hat, weil diese Attacke so wenig Energie braucht als andere Attacken. Deswegen ist diese Ladeattacke schneller aufgeladen als die anderen Attacken. Kommen wir nun zur ersten PvP-Attacke in diesem Video und das ist Hitzekoller. Diese Attacke wurde geändert. Sie lädt jetzt schneller auf, aber dafür sinkt der eigene Angriff um 2 Stufen zu 100%. Im Bild könnt ihr sehen, welche Pokémon diese Attacke erlernen können. Diese Attacke macht 130 Schaden, kostet 55 Energie, damit macht die Attacke trotzdem noch 2,36 Schaden pro Energie. Also die Attacke macht guten Schaden, aber sie hat einen negativen Aspekt. Deswegen sollte man eventuell entweder eine andere Strategie oder eine andere Attacke einsetzen. Meteore fallen vom Himmel und dasselbe passiert auch bei Dracometeor. Diese Attacke wurde auch geändert und zwar genau das gleiche wie bei Hitzekoller. Sie kann schneller aufgeladen werden, aber der eigene Angriff sinkt danach um 2 Stufen zu 100%. Natürlich habe ich euch auch wieder die Auflistung, welche Pokémon diese Attacke erlernen können. Nur komischerweise wird Dragoran hier nicht angezeigt. Das ist merkwürdig, weil die anderen CD-Attacken wurden bis jetzt auch immer in dieser Liste angezeigt und nur dieses Mal nicht. Merkwürdig, aber so ist es. Falls jemand wissen möchte, welche Quellen ich benutzt habe, ich benutze hier die ganze Zeit GamePress. Und da kann es aber auch manchmal sein, dass wenn man nach der deutschen Attacke sucht, dass man was anderes bekommt als bei der englischen. Diese Attacke macht 150 Schaden, kostet 65 Energie und somit macht die Attacke 2,31 pro Energie. Die nächste Attacke, Psyschub, kann nur die Deoxys-Formen erlernen. Und auch hier wurde die gleiche Änderung leider durchgeführt. Die Attacke lädt zwar schneller auf, aber der eigene Angriff sinkt um 2 Stufen zu 100%. Die Attacke macht 70 Schaden, kostet 35 Energie und sie macht 2,0 Schaden pro Energie. Die Verteidigungsform von Deoxys leidet extrem darunter, war eigentlich ein super Pokémon für die Superliga. Super Pokémon für die Superliga, ja, perfekt. Es gibt Strategien, diese weiterhin einsetzen zu können, aber diese würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Wer sich aber für gewisse Strategien interessiert, darf sich gerne in den Kommentaren mal melden. Und ja, je nachdem, wie viele sich da melden, könnte ich ja dazu ein extra Video machen, wo ich dann mal wirklich ganz spezielle Strategien vorstelle. Nahkampf ist die nächste Attacke. Welche Pokémon Nahkampf erlernen können, zeige ich euch im Bild an. Und diese Attacke lädt schneller auf, weil es weniger Energie benötigt. Also hier wurden die Energiekosten verringert. Die Attacke hat auch eine Fähigkeit in PvP und zwar senkt es eure eigene Verteidigung um 2 Stufen zu 100%. Dafür macht aber die Attacke 100 Schaden, kostet 45 Energie. Damit macht die Attacke 2,22 Schaden pro Energie. Kommen wir nun zu einer ganz neuen Attacke, die es seit Dezember gibt. Dezember 2019, um genau zu sein. Und zwar Octazooka. Diese Attacke kann nur Cetraking und Octillerie erlernen. Und sie senkt den gegnerischen Angriff um 2 Stufen zu 50%. Diese Attacke kann 50 Schaden machen, kostet 50 Energie. Somit hat sie 1,0 Schaden pro Energie.
Bei der nächsten Attacke glaube ich, dass Spiegel durch die Gegend fliegen. Die Attacke heißt Spiegelseife. Welche Pokémon das erlernen können, könnt ihr hier sehen. Und zwar macht sie in PvP, senkt sie den gegnerischen Angriff um eine Stufe zu 30%, was leider ein bisschen wenig ist. Sie macht 35 Schaden, kostet 35 Energie, also macht sie 1,0 Schaden pro Energie. Je nach Strategie eine gute Verbesserung für Fostelka. Bei der nächsten Attacke wird es stachelig mit Bibor und zwar mit der Attacke Stachelfinale. Im Bild könnt ihr sehen, welche Pokémon die Attacke erlernen können. Diese Attacke ist quasi genauso wie Steigerungshieb. Sie erhöht den Angriff um eine Stufe zu 100%. Diese Attacke macht 20 Schaden, kostet 35 Energie und macht 0,57 Schaden pro Energie. Also mit Bibor könnte man zum Beispiel Sierra quasi in Alleingang besiegen oder vielleicht mit zwei. Und dann, wenn sie das Team Absol, Kadabra oder Noctuska und Tengulist hat. Die nächste Attacke kann witzigerweise nur Lucario erlernen und das ist die Aurasphäre. Diese hat zwar keinen Effekt im PvP, aber dennoch hat die ja auch bestimmte Werte. Und zwar macht sie 100 Schaden, 50 Energie, das heißt pro Energie macht sie 1,82 Schaden. Das ist eine krasse Attacke, gar keine Frage, aber Lucario hat schon Steigerungshieb und kann auch Spukball oder Nahkampf, also Lucario ist ein Tier, was in PvP angeht. Die nächste Attacke heißt Kraftkoloss. Das Interessante ist, finde ich, dass auch diese Attacke Relaxo erlernen kann. Und weiß nicht, dickes Pummelchen und Kraftkoloss, das klingt einfach irgendwie zu schön. Auf jeden Fall kann diese Attacke den eigenen Angriff und Verteidigung um eine Stufe jeweils senken zu 100%. Aber dafür macht die Attacke ziemlich viel Schaden. Und zwar macht sie 85 Schaden, 40 Energie kostet sie und damit natürlich 2,13 Schaden pro Energie. Das waren jetzt die Attacken, die aktualisiert worden sind oder die neu zu Pokémon Go hinzugekommen sind. Im nächsten Video werde ich euch Pokémon vorstellen, die noch mehr Attacken bekommen haben und welche Pokémon alte Angriffe wieder erlernen können und wie die sich in PvP auswirken. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls nicht, schreibt mir in die Kommentare, was hätte ich besser machen können. Und falls doch, lasst doch gerne ein Abo da. Für weitere Informationen oder Kontaktinformationen zu mir oder anderen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich, wenn ihr bis hierhin zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Batsch.